Leute, die absolute Vollkatastrophe ist perfekt. Gestern gab's Patch. Der Patch ist keine 24 Stunden alt. Und mich erreichen zuhauf Nachrichten auf verschiedenen Plattformen unter meinen Videos und so weiter. Der Patch sollte gestern eigentlich ein bisschen was beheben, was eine feine Sache war. Wer das nicht gesehen hat, schaut das letzte Video nochmal. Geht nur wenige Minuten, dort zeige ich euch, was alles gefixt wurde. Unter anderem auch das Problem mit dem Battle Pass, den man nicht kaufen konnte, wenn man sich jetzt dafür entschieden hat, den noch freizuschalten für Coins. Aber er bringt eine absolute Vollkatastrophe, wo ich mich tatsächlich frage, Mensch, warum kriegen die das einfach nicht gebacken? Bevor ich euch sage, was das Problem ist, möchte ich gerne von euch aber noch wissen, egal ob Telekom-Kunde oder sonst was für ein Anbieter. Ich hatte in der letzten Zeit, Season 17, Season 18, zu über 90% kein Packet-Loss mehr, obwohl ich massive Probleme in den letzten vielen Jahren hatte. Und von heute auf morgen, seit ungefähr 2 Wochen, habe ich massive Packet-Loss-Probleme. Ich habe gerade gestreamt, nicht mal eine Stunde, 5 Runden, 4 davon heftigen Packet-Loss, zwischen 40 und 80 bewegte sich die Zahl. Eine absolute Vollkatastrophe, zusätzlich zu dem, was Respawn sich jetzt noch geleistet hat. Und ich mich frage, wenn ihr einen Patch raushaut, der etwas beheben soll, wie kann es sein, dass ihr noch mehr Probleme ins Spiel bekommt? Testen die das nicht? Also ich finde es eine absolute Nullnummer. Und ich möchte euch jetzt sagen, was los ist. Zum einen, wer das Weapon Mastery System schwer vermisst, der hat sich nicht verguckt. Es ist einfach faktisch gerade einfach nicht vorhanden. Ob das Respawn wegen Problemen entfernt hat oder ob es einfach durch den Patch gestern komplett raus verschwunden ist, weiß ich so überhaupt gar nicht direkt. Aber Respawn selber hat sich schon auf Twitter oder auf X zu Wort gemeldet und hat gesagt, wir wissen, es gibt Probleme und so weiter und so fort. Es ist aber noch nicht alles. Moment, ich möchte euch noch etwas zeigen. Achtung, ich gehe kurz hier drauf, gehe kurz wieder raus, mache nichts und fliege mega geil aus der Lobby. Noch Fragen? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. So kurz vor Release, was heißt kurz vor? Wir haben noch fast einen Monat, aber so kurz vor Release von Season 19 wird das schon nochmal echt eine peinliche Nummer. Wenn du hier deine Stats kontrollieren willst, gehst du wieder raus und kannst nichts mehr machen. Du fliegst einfach aus dem System. Weapon Mastery System, wie gesagt, ist komplett verschwunden. Ich weiß einfach mal gar nicht, was los ist. Jetzt freuen wir uns alle, dass wir uns den Battle Pass doch noch kaufen können, aber das Spiel funktioniert noch schlechter als vorher. Also die Vollkatastrophe ist perfekt. Vielleicht ist das im Einzelnen nicht ganz so schlimm. Also ich muss jetzt meine Stats nicht unbedingt wissen. Die sind sowieso absoluter Schrott. Wenn sich deswegen das Spiel aufhängt, okay, dann gehe ich halt nicht drauf. Das kann ich für mich verhindern. Aber für Leute, die gerne das Weapon Mastery System grinden, ist das schon eine ziemlich schwache Sache. Wenn das jetzt für 2-3 Tage nicht geht, ist das wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Aber es ist trotzdem irgendwo schon ziemlich peinlich, dass das einfach nicht aufhört. Ein Patch, der was fixt, bringt mehr Probleme. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf die Season 19 Patch Notes und die versteckte Bugliste, die wir eigentlich als Überraschung immer selber rausfinden müssen. Also da ist Respawn wirklich extrem kreativ und sagt, hey, die Bugs verraten wir euch nicht, die findet ihr mal schön selber raus. Finde ich schade, dass es da kein Data Miner schafft, schon vorab zu leaken, welche Bugs in Zukunft noch das Spiel erreicht, damit wir vorher schon mal so ein bisschen uns darauf einstellen können, was es für einen Spaß wird. So, ja, ich bin für heute raus. Das war's von mir. Ich musste das jetzt so ein bisschen loswerden, weil mir das schon wieder hart auf den Sack geht, weil ich mich gerade über Ranked eigentlich jetzt gefreut habe. Die ersten 3-4 Wochen war es unspielbar vom Matchmaking her. Jetzt macht Ranked gerade richtig Bock. Olympus war aktiv und dann kommt Packet Loss um die Ecke und sagt, du nicht, du Pisser. Ich bin raus. Das musste jetzt aber auch raus. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao.